So. Neues DLC von Halo Wars. Und da sind wir dann natürlich direkt wieder am Start. Ja, legendär, ne? Ja. Easy Game. Keine halben Sachen. Easy Game. Genau. Das sind wohl irgendwelche Missionen, wo man mit ODST rumlaufen muss. Ich habe da nur ein, zwei Sätze zu gelesen. Ja, ich gehe mir jetzt mal einen Snack machen und dann lasse ich mich von dir tragen. Alles cool. Und dann gehst du ein bisschen rumschmatzen, ne? Nein, komm. O'Sullivan, unsere Drohnen haben etwas entdeckt. Schauen Sie mal. Irgendeine Art Tarnung. Ich kann nichts genau... Das ist doch die Arsche, oder? Was erkennen. Wechsel zur Einstellung 24, Weitwinkel. Ingenieure der Verbanden, geben Sie... Das ist Flat. Ich hasse Ingenieure. Wir müssen schleunigst darunter. Bomb, Sie und die Boomerang Company haben Einsatzbefehl. Ich glaube, bei dem, der zweiten DSC, bei diesem, was im Herbst kommt, da sind die Flat dabei. Was die Verbanden vorhaben. Der feindliche Operationsort liegt direkt voraus. Aber irgendein Tarnfeld versperrt den Weg. Um das Tarnfeld aktivieren zu können, müssen wir wissen, was genau da vor sich geht. Die Spirit of Fire meint, die Verbanden könnten Blutsväter-Technologien einsetzen, um ihre Operation da unten zu füllen. Sehen wir mal, was da dran ist. Zeit für einen Ich tritt ihm gleich in die Fresse. Boom. Och, wow. Ja, lass mich nicht lesen, was da für Missionsziele sind. Boomerang Company, hier ist die Spirit of Fire. Der Captain hat... Ja, du hast ja auch wohl auch A gedrückt. Nein. Verstanden, Spirit of Fire. Nein. Legen wir los, Höllenspringer. Kannst ja Start drücken. Zusätzlichen Waffen können wir brauchen. Nee, ich muss Select drücken. Wir müssen mit der India Company zusammentreffen. Ja, das wusste ich vorher nicht. Boah, warum hast du eine Super-Einheit und nicht nur einen normalen Trupp? Ich mach mal... Heilung aktivieren, ne? Wir haben sogar noch einen Punkt. Ja, ja. Können wir jetzt überlegen, was wir noch machen? Streubombe, Bunker. Bunker wäre vielleicht gar nicht so bad. Sollen die Aliens sich erst darum kümmern? Ghost. Ach, das Teil da, was auch immer das ist, das macht das. Ist das von uns? Vielleicht nicht, oder? Nee, ich würde ehrlich gesagt nicht. Gelb. Nein. Ich habe eine Granate auf das Teil geworfen. Gut, nicht. Ja. Oh, nee, ich habe irgendwas anderes geworfen. Was war das denn für eine Granate? Das war meine Y-Fähigkeit. Wow. Ja, wie gesagt, du hast doch einen super Trupp, oder? Was steht denn bei der Beschreibung, wenn du A drückst? Normale OST oder irgendwas extra? OST ist Held. Achso. Boah, das wäre auch mal eine geile Einheit für online. Vielleicht kann man die jetzt online. Vielleicht ist das ja sogar, es gibt ja auch einen neuen Anführer, Serena. Vielleicht ist das ja ihr Held. So ein OST-Trupp. Ach, Serena ist doch die KI aus dem ersten Teil. Aus dem ersten Teil, genau, ja. Es gibt ja auch Johnson und so, aber da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das kann man auch machen. Da wir den Verbanden kein so großes Ziel bieten wollen. Gute Entscheidung. Bist du schon, dass wir darüber geredet haben? Sollen wir da nicht mal drüber reden? Was kann der denn? Komm mit uns, Höllenbringer. Der hat so Max. Verstehst du? Die Höllenbringer und die Höllenspringer. Der hat auf der Rückseite keinen Schild. Beschießt ihn von hinten. Ich pack jetzt meine geile Granate. Boah, die ekelhaften, ne? Hang. Ah, die ist wohl eher für Boden. Die ist wohl eher für Boden, ne? Wolverines von der India Company stehen jederzeit bereit. Ah, guck mal hier, Wolverines hier, easy snack. Lokale Einheit, Wächter erledigt. Kontrolllutscher Wächter. Na los, Wolverines, Sie kommen mit uns. Halten Sie die Augen nach allem offen, das uns helfen könnte, zu verstehen, was die Verbanden vorhaben. Was haben die Verbanden vor? Ich sage, die wollen töten. Und zwar Menschen. Ja, hier sind so Ressourcen-Snacks. Schalten Sie ihn ein. Snack.
Ja, sieht so aus, jetzt müssen wir den wetten, das wird jetzt wieder übel, wenn wir das Teil einschalten. Ich drück beide Knöpfe hier. Sich vor Atriox rechtfertigen. Außerdem hat die Kolonie neue Befehle für uns. Unsere Ingenieure wieder ein Brut? Penner? Ja, sieht's aus. Warlord. Ah, ist ein normaler Warlord, okay. Normaler Noob. Dezimus haben wir gekillt, oder? Ja. Genau. Dezimus hat auf die Fresse bekommen. Ja. Genau. Ist noch, der Shipmaster lebt noch und, Atriox. Genau. Und ich weiß nicht, vielleicht die neuen, die DSC-Anführer, ich weiß nicht, vielleicht tauchen die auch noch auf, dieser komische Jäger da, keine Ahnung. Park deinen Wolverine mal hinter dem Teil. Jo. Park am besten mal deinen Wolverine hinter dem Teil. Das steht doch schon hinter dem Teil. Achso, ah ja, gut aufgepasst. Monster haben wir noch einen Kontrollwächter ausgeschaltet. Boah, wir sind voll geil, ja. Den Einsatz von Holoködern. Wenn wir noch mehr von denen begegnen. Wir können Holo. Wir können Holoköder. Holo? Wir können Holoköder auf dem Holo verwenden. Auf dem Holo? Auf dem Holo, verstehst du, Holo, was? Wir gehen mal runter, wa? Boah, jetzt können die nicht da runter springen, ne? Boah, als brüchen die dafür einen Teleporter, ne? Voll verweicht nicht hier alle. Das sehe ich das richtig, dass wir hier 5 Punkte annehmen müssen? Haben sich ja wieder richtig viel einfallen lassen für die neuen Missionen. Ja. Ich finde schön, dass der Wächter nie auf uns geht. Ich glaube, die hatten eine Telefonkonferenz mit Bungie, wie man jetzt die neuen Missionen gestalten kann. Wie macht man aus Alt neu? Einfach das Gleiche. Wir werden also Verstärkung brauchen. Du kannst die Farbe ändern oder so, das ist okay. Nehmen wir den Lachs hier ein. Oh, das ist ein krasser Sensorturm. Jo. Da kommt der nicht mal in den Schwitzen, der Typ. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Geil. Verstanden. Geil. Gut, dieser Punkt, man setzt hier mal ein oder was macht man da? Lokale Einheit. Ah ja, okay. Ach, Junge. Verstanden. Ach, Junge. Danke. Okay, das ist ein geiler Reaktor. Was übrigens mittlerweile voll geil ist in dem Spiel, dass sie endlich diesen scheiß Patch reingebracht haben, dass man den Cursor von Kollegen sieht. Ich weiß nicht, ob er da mal drüber gesprochen hat. Nee, noch nicht, aber es ist mir schon aufgefallen auf jeden Fall. Schon viel angenehmer. Na, hier hinten ist so ein bisschen was los. Ach, das sind diese Mini-Scarabs da. Ah ne, da zieh ich die doch zurück, die werden da wohl aufs Maul kriegen. Ja, ja, die kriegen jetzt glaube ich auch mal wegen der Videosequenz. Ich glaube, die kämpfen ja währenddessen weiter. Ja, ich glaube schon. Sobald wir alle Türme eingenommen haben, können wir das Tarnfeld ausschalten und herausfinden, was die Verbannten vor uns verstecken. Was seht ihr denn jetzt schon wieder? Aktiviert einen Holoköder, um ihn abzulenken. Gerichtet. Er will einen Holoköder. Ja, mein Trupp ist tot. Scheiße. Lokale Einheit. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu früh aktiviert. Ach, dann dreht er sich um oder was? Warte, jetzt dreht er sich gleich wieder um, wenn ich auf der anderen. Ja, guck. Oh, meine Wolverine kriegt aufs Maul. Ich kann ihn nicht mehr. Lokale Einheit. Nice. Lokale Einheit. Nice. Okay.
Oh, da hat dein Heldentrupp aber auch. Ah, ne, das ist nur das Hologramm, das kassiert hat. Okay. Ja, deshalb habe ich fälschlicherweise ein Dings gerufen, wo ich das auch dachte. Eine Heilung. Ja, egal. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Okay. Und ich mach mir mal noch ein, zwei Wolverines. Alles klar, ist die Garage. Ja, wir müssen Stufe 2 für Garage. Fucking Garage, man. Fucking Garage. Fucking Garage. Ach ja, Marines macht man ja in der. Besonders der Telos 1. Lokale Einheiten. Geschütz errichtet. Irgendwo wird irgendwas angegriffen. Ja, das war glaube ich deine Wolverine. Generator Upgrade abgeschlossen. Ach, hier oben ist auch noch ein Generator. Du musst nur mit einem Fuß vom Blick kommen, weil ich habe mir die Wolverine, oder? Die anderen sind. Obwohl, ich habe hier eine Garnison, alles cool. Okay. Ja, oder so. Ja, ich hab hier, ich kann die aus der Garnison raustun. Jo. Dann gucke ich mal ein bisschen hier bei der Base. Die Flammenwerfer können das ja einnehmen, ne? Ja. Ja, alle Infanterietruppen. Okay. Oh, scheiße, ein Chopper. Boah, mach einfach gar nichts, Wolverine. Früher hatten die wenigstens diesen kleinen Granatenwerfer da. Feuerkraft könnten wir brauchen. Ja. Halten Sie die Augen nach ihnen offen. Ja. Aber okay, Priorität. Gut, ich glaube, der haut ab. Okay. Ich habe hier hinten noch eine kleine Minibase. Oder gleich auch noch sneakiges Spawn. Mhm. Ich mach mal Generator auf. Also wir müssten auf jeden Fall. Ja, wir müssten auf jeden Fall mal Basis auf Stufe 2 kriegen, damit wir Fahrzeuge machen können. Jo. Oh ne, jetzt greife ich. Ich hab's doch fast. Ach, Gott sei Dank. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wir werden von Bodentruppen beschossen. Komm schon. Nein. Generator Upgrade abgeschlossen. Du musst es einnehmen. Scheiße, ich hab's nicht gewesen. Tut mir leid. Ich mach mal einfach. Okay. Ich hab mal eins. Ja, alles cool. Wir werden von Bodentruppen beschossen. Meine Wolverine hat's aber fast erwischt. Aua. Los. Lokale Einheiten. Stecken Treffer durch Fahrzeuge ein. Erledigt sie schnellstmöglich. Waffenbereitheit. Wir sind dran. Unsere Basis wird angegriffen. Höhenspringer, macht sie alle. Das ist übrigens ein EMP-Schlag, den die anfordern, da mit der Y-Fähigkeit. Ach. Töte den doch. Deshalb war das vorhin nur so. Verstanden. Okay. Ich mach Stufe 2 jo. Base, okay? Alles klar. Ist das genehm? Das ist genehm, ja. Zweites Geschütz noch. Okay, wie weit haltet ihr euch jetzt, wenn ihr down seid? So gut wie lokale Einheiten. Ich glaube, ich muss gleich auf jeden Fall meine Heilung für meine Heldeneinheit einsetzen. Aber wir haben hier, glaube ich, separat. Oh, Strahl! Jetzt geht das schon wieder los. Meine Wolverine wurde gesnackt. Jetzt geht das mit dem Strahl wieder los, ey, mit dem Strahl. Nicht zu hängen lassen, Marines! Durchladen und entsichern, Marines! Ach, das ist B, was ich hier gerade einnehme und gar nicht Energieknoten. Okay. Wow. Minibasis fertiggestellt. Nice. Ich baue mal einen Waffenkammer hier hinten hin. Wächter! Jetzt kommt der Typ natürlich, weil ich das erobert habe. Das sind die UNS C-Max, die Isabel gerade erst auf der Spirit of Fire eingeführt hat, oder? Sehen wir uns die mal an. Lokale Einheit. Checkst du das oder? Ich weiß nicht, ob ich das mit der einen Einheit schaffe.
die eine Einheit schaffe. Ich guck mal, ob ich schon. Ja, ich muss erst noch die Garage bauen. Ja, ich hab grad eine Garage schon gesetzt. Oh. Okay, dann. Eigentlich hab ich den scheiß Punkt mal erobert, ich werde ihn gleich wieder verlieren. Komm schon, Garage. Komm schon. Garage errichtet. Huch, was ist das denn? Mantis? Wir verlieren Einheiten. Oh, what the fuck. Sieht aber schick aus. What the fuck. Kaserne haben wir auch schon. Ja, genau, dieser Mantis, das ist eine Einheit von Johnson. Achso. Langsam, aber kampfstarker Mech. Gutes Allzweckfahrzeug. Ja, so kampfstark funktioniert es auch nicht. Wolverine, zeig mir meine Ziele. Lokale Einheit. So, Wolverine, jetzt mach mal schnell den Schuss. Okay. Lokale Einheit. Fahre los. Unsere Basis wird angegriffen. Strahl. Okay, der eine Wächter hier ist down. Ja. Logistik Level 1. Ich bin gerade wieder voll vom Strahl auf die Fresse gekommen. Perfekt, ich mach mal hier. Fahrzeug-Upgrade. Ich habe die Wächter in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Es muss etwas Gewaltiges sein. Die Wächter werden nicht aufgeben, bis es vorbei ist. Machen wir uns auf weitere Gefechte gefasst. Geschütz aufgerüstet. Okay, das eine Geschütz ist jetzt auf Anti-Fahrzeug. Ja, ich hab's gesehen. Ist ganz nice, also dieser Helden-OST-Trupp da, wenn der Einheiten verliert, die halte sich dann später wieder von alleine hoch. Ja, das war bei den früheren OST. Ne, wenn einer tot war, dann war der tot. Dann musstest du mit einer Heilung wieder dazu fügen. Ja, sicher? Ja. Nur verwundet worden, wieder, also wieder auf alle Lebenspunkte gepatcht. Nicht gepatcht, ja. Wir können auch ODST-Fähigkeit machen, dass wir OST rufen können. Okay, machen wir. Okay. Ja, ich hab OST gemacht, komm. Jo. Ich weiß ja, dass du auf OST stehst. Richtig, ja. Ich ruf mir gleich mal einen Snack. So, ich würde jetzt dann C erobern. Ich habe jetzt eine kleine Mischarmee hier. Geh ich mal Richtung C, okay? Alles klar? Jo, mach das. Jo. Ich heile noch das eine Geschütz da, dann kann ich meine Wolverine mitteilen. Seht unterwegs! Neutralisiere Feinde! Gegner erledigt! Verpiss dich mal! Sie gehört jetzt uns, Heldspringer! Gehört zu mir! Unsere Basis wird angegriffen! Okay, die haben gerade hier ein bisschen probiert, B wieder zurückzuerobern. Habe ich jetzt aber eigentlich wieder unter Kontrolle. Habe gerade Feinde gesichtet. Mhm. Ja, wobei da kommt noch was, ist aber nur Luft ab. Oha. Das war eine Fähigkeit. Und ich muss rein. Geschütz errichtet! Treffer durch Fahrzeuge ein! Verdient euch!
Das Schwein. Lokale Einheiten. Schwein. Ascheloch. Level 1 erfahren. Ascheloch. Ja, gut, der kriegt jetzt. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, macht ihr wieder Strahl auf unsere scheiß Basis? Macht ihr wieder Strahl auf unsere scheiß Basis? Oh, solange der Strahl auf die Basis macht, dann. Oh, 1000 Ingenieure, das kann's doch nicht sein hier. Los, Wolfins, geht auf die Ingenieure. Ach, die heilen sich gegenseitig, ich liebe es, ne? Guck dir das an. Das erinnert mich an die eine Mission. Huch! Wo sind die denn jetzt hin? Ach, das war die Fähigkeit. Ach, das war die Ingenieursfähigkeit. Hallo, okay. Hallo, okay. Ich mach mal Basisstufe 3. Mach mal Basisstufe 3. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Seht unterwegs. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Ausrücken! Zum Maul. Achtung! Maul. Kontrollwächter in der Nähe. Wieso hat denn der jetzt aufgehört damit? Jäger. Aber größer als alle, die ich je gesehen habe. Wir brauchen sofort Das ist bei mir. Komm, halt. Halt was drauf. Okay, das ist also, sind jetzt meine. Das ist also eine Basis. Ja. Ich fürchte, der stirbt. Ist eine Heilung? In einer Minute. Ist da in der Garnison drin? Ja, in der unteren. Ja, in der unteren. Ja, ich hab jetzt eine Heilung. Jo, danke, perfekt. Unsere Basis wird angegriffen. Kann sein, auch dass gleich jetzt ein Wächtertyp kommt. Ich habe jetzt 80% eingenommen von C. Ja, der müsste dann aber auch zu dir kommen. Was sind, sind die gelben Sternchen? Sind das neben das sind die, diese Wächter. Der jetzt auf dich zukommt. Ach so, okay. Ich dachte. Okay. Holoköder. Holo. Homoköder. Geht doch auf dieses fette Teil da mal. Was immer es war, jetzt ist es tot. Okay. Was fuckt mich hier echt diese scheiß Luftabwehreinheit ab? Verstanden, lokale Einheiten. Okay, die Basis hier vielleicht zu zerstören, wäre vielleicht gar nicht das undümmste. Oh, scheiße. Hast du noch einen Wolverine in der Nähe? Der hat alle meine Wolverines. Ich hab leider gar keinen mehr. Kann ich aber schon mal ein paar produzieren. Na, das wäre. Jetzt tötet Weg. Doch diesen Scheiß. Wer ist denn die Reaver? Lokale Einheit. Wolverine meldet sich zum Team. Okay, Marines! Ausrücken, Marines! Feinde gesichtet. Schicke Koordinaten. Alle Einheiten. Nein, OST, geh auf den Teil. Okay, ich hab keine Truppe. Aber ich fahr jetzt mit den Burgelis da. Jo. Verstärkungslevel 2 erforscht. Oh, wir haben ein kleines Ressourcenproblem. Ja, schön. Lokale Einheiten. Schön. Sind hier irgendwo Sicherungspunkte? Also so Garnisonen? Also so Geschütz errichtet. Ich kann jetzt hier nämlich wieder OST abwerfen. Wenn wir Ressourcen hätten. Sorry, wusste ich nicht. Bestimmt. Ah, da sind jetzt Einheiten. Wir müssen das jetzt eh nur noch vor der Allianz bewachen und nicht mehr hier vor der oben. Hier oben, zwischen C und D ist Garnison. Ah, das ist ein bisschen weit weg.
hier oben noch so eine Kuppel. Ah! Guck mal hier oben, wenn wir hier das Ding zerstören, dann kennen wir Wolverines. Okay. Aber hier oben sind auch Garnisonen. Da oben. Ich stütte erstmal den bei dem Teil. Ja, mach mal. Ja, und die Garnison, da schicke ich auch einen rein. Auf geht's, Höllenspringer! Fahrzeuge greifen uns an, kommen! Ach, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Was willst du? Danke für die Hilfe. Wir schließen uns Ihnen nur zu gerne ein. Bunkerabwurf? Ja, Bunkerabwurf, dann kannst du ja eine Garnison da hinmachen. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so dumm, ja? Mach das durch. Komm, testen wir das mal. Nimmst du den Turm an? Hast drei Wolverines hier bekommen. Ah ja, die gebe ich dir mal, ja? Ja, der ist dabei schon. Die, Okay. Danke. Ich zieh mich dann noch rüber. Also mein nächstes Ziel ist dann D, ne? Ja. Ich guck dann mal hier rechts bei der Base von den Typen. Bisschen Stress zu machen. Unsere Basis wird angegriffen. Die nehmen gerade C ein. Ich bin unterwegs. Habe gerade Feinde gesichtet. Da sind Jäger bei Vorsicht. Ah, fuck, ey. Ah, die Wolverines werden kassieren. Moment, ich zieh die ab. Ah. Das ist doch so ein Witz einfach nur. Ich finde, wenigstens müsste der seine eigenen Einheiten auch dadurch schaden. Unter Beschuss durch Bodentruppen! Ja. Zeigen Sie mir ein Ziel und lassen Sie es verschwinden. Suche Ziel. Gerecht auf jeden Fall. So, die nehmen nicht mehr ein. Weil vor allem, weil der so krass ist. Das Minimum müsste das doch noch irgendwie mit dabei sein. Okay, die eine Garnison ist down. Feinde gesichtet, komm! Bin auf dem Weg. Zeitverschwendung, wir haben keine. Luftfahrzeugdepot errichtet! Genau. Wo hast du das Luftfahrzeug an der Hauptbase oder? An der Minibase habe ich das gebaut. Ja, ich mach mir da jetzt auch Flieger, das ist mir jetzt zu blöd. Zeit zum Loslegen. Sie lässt mich angreifen? Natürlich, sofort. Egal, hatte die gleich nicht mehr. Du weißt, dass sie gleich trotzdem noch haben wird. Ja. Ja. Aus Prinzip. Ich hab den Cyclops jetzt auch mal, weil da so viele Locust sind. Ich entwickle gerade die dicke Wumme für die. Jupp. Richter, Geschworene und Henker. Ich mach mir eine Nachtigall, dann müsste das so gehen. Dann brauch ich nichts mehr. Sie haben ein feindliches Gebäude zerstört. Dann kannst du munter drauf los. Snacken. Jetzt sind die auf einmal so eine Mega-Reichweite, eben nicht? Wir haben ein Gebäude an den Feind verloren. Vielleicht weil er mich nicht gesehen hat zuvor. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Werden von Feinden. Unsere Basis wird angegriffen. Bringe mich in Reichweite. Oh, meine Nightingale kommt. Schafft's noch nicht mal bis dahin. Wir haben ein Gebäude verloren. Hat die sofort gesnackt. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wir haben eines unserer Gebäude zerstört. Oh, die macht eine O. Oh! Ich habe keine Streubombe gerade aktuell. Und nicht genügend für OASC. Ich kann meine Truppen da von C zurückziehen.
Ja, ich bewege mich auch gerade ein bisschen zurück. Marines melden sich zum Dienst. Lokale Einheiten. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen. Roger. Haltet besser etwas Abstand. Ich werde von Artillerie geschossen. Kommen. Lokale Einheiten. Putin. Putin. Nein, dann bewegt sich aus dem Radius raus. Lokale Einheiten. Aus der Bahn. Unsere Basis wird angegriffen. Infanterie hat erwischt. Kommen. Und da hat er wieder die Locust-Fähigkeit, die Heilfähigkeit. Tja. So, was war vorne? Versorgungsmodule? Ja. Ja. Wollen wir zuerst mal die Base hier rechts kaputt machen? Dann haben wir nicht mehr so viele Ressourcenprobleme, wenn wir die heilen. Wenn wir die haben. Ja. Ja, lass das zusammen machen dann. Nachschubmodul errichtet. Muss aufpassen, die Geschütze sind böse. Ja, ich hab 4 Cyclops, damit müsste das irgendwie hinkommen. Nachschubmodul errichtet. Lokale Einheiten. Haltet besser etwas Abstand. Wow, meine Cyclops nehmen das ja richtig auseinander. Nicht zu hängen lassen, Marines. Alle bereit für eine kleine Prügelei? Feinde greifen an! Unsere Basis wird angegriffen. Meine Basis wird wieder angegriffen. Da war nur ein Chopper. Marines werden angegriffen. Geschütz errichtet. Streubomben hat sie auch vollgebracht, sehe ich gerade. Ja, die Streubomben ist kacke. Also ich weiß nicht, gegen was die gut sein soll. Vielleicht Infanterieeinheiten auf einem großen Haufen oder so, aber... Komm, nimm wenigstens noch das eine Geschütz mit. Komm. Ein 200 Grad. Kommt das auf. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Jawohl. Und das letzte noch kommt. Ich bring dir mal ein paar Sachen bei. Holen das Letzte aus der Maschine heraus. Ich mache es schnell. Bin auf dem Weg. Verstanden. Roger steht unter Beschuss. Mach sie fertig, Team. Gut dabei. Volles Fahrt voraus. Springer zu mir. Roger. Unsere Basis wird angegriffen. Jetzt hält er dich schon wieder. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Das vordere noch. Haben wir es. Ja. Super. Lokale Einheit. Ja, komm, nicht zu viel heilen, nicht zu viel heilen. Bam. Jawohl. Okay, jetzt müssen wir uns das doch holen. Lokale Einheit. Wir haben richtig viel Energie gerade. Ne? Grade ich hier überall mal ein bisschen was auf. Wenn wir schon so viel haben. Ja. Lokale Einheit. Mal gucken, was die EMP-Granate gegen Gebäude macht. Also gegen Geschütz war es, glaube ich, schon gar nicht so bad. Ja, gut, gegen Gebäude natürlich nicht so viel. Gut, Base ist down. Sehr gut. Gut, dann baue ich uns hier mal eine Ressourcenbase. Wir haben ja alles, was wir so brauchen. Ich habe eine Botschaft der Kolonie für euch. Eure Anstrengungen sind zwecklos. Lasst sie sein und wir lassen euch schnell sterben. Da ist ja mal oben wieder ein Geschützturm. Hast schon gebaut, ja, okay. Hört sich an, als wären wir auf der richtigen Spur. Komm mal die Typen hier mal an. Was ist die scheiß Jump-Fähigkeit auf diesen scheiß Reaver, ne? Ja. Ja, der ist aber auch voll in meinen Cyclop reingejumpt.
Zeit um den Nightingale zu wecken. Level 1 erforscht. Ist das das, was da hinten so aufblinkt? Ich denke schon, ja. Gebäude zerstört. Luftfahrzeug Level 1 erforscht. Ja, okay. Da muss man wohl kurz einen Rush dahin machen. Geschütz errichtet. Ich gehe über C dahin dann. Jo. Dann kümmere ich mich hier ein bisschen um den Baseaufbau. Jo. Lokale Einheiten. Rücke aus. So wie wir 800 haben, snacke ich mir dann auch nochmal OST. Jo. Dann lasse ich dir erstmal die 800, bevor ich ein Gebäude baue. Routine erledigt. Eine Routinearbeit. Feuerbasis errichtet. Anführerpunkt erhalten. Wie gehen wir den aus? Okay. Den Anführerpunkt. Such dir was aus. Egal. Nein. Oh, überlebt gut. Oh, ein Grizzly-Bataillon haben wir. Okay. Habe ich mal gemacht, ne? Haben wir natürlich nicht genügend Ressourcen gerade hier, aber. Nachschubmodul kommt schon, Wolverines. Strengt euch ein bisschen an! Luftfahrzeug Level 2 erforscht. Hast du noch eine. Oder wenn du mir eine Nachtigall machen könntest und die mir hier hinschicken könntest, das wär geil. Jo. Gefechtsstations-Upgrade abgeschlossen. Soll ich. Ich rette schnell die Nachtigall, bevor die Zeit dann verstrichen ist, ne? Ja. Ich nehme nachher den Punkt an. Obwohl ein Trupp nimmt da noch den Punkt an. Ich bin völlig wehrlos. Erledigt alle Feinde. Noch ein Ziel eliminiert. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Nachschubmodul errichtet. Was ist jetzt schon wieder? Ja, Wolverine, die Banshee, die darfst du angreifen. Geschütz aufgerüstet. Ach, hier hat er auch eine Minibase. Ah ja. Ah ja. Ich glaube, da nimmt jetzt gleich wieder was C ein. Nachschubmodul errichtet. Ist mein Trupp da gestorben? Ja, ne? Mensch, überschreibt jetzt die Nachtigall. Ich hab sogar beide bekommen, sich gerade. Die eine hat schon dabei. Wer ist bei den Nachtigalls jetzt da oben? Nice. Doch. Zentral-Upgrade abgeschlossen. Naja, so gegen die Gebäude ist die Streubombe gar nicht schlecht. Da hier kannst du auch dann was bauen gleich. Fahrzeuge greifen uns an, kommen! Oh, hier ist eine kleine Armee von dem. Bei der Base? Ja, bei B. Ja. Ich zieh mich zurück. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Mach mal eine Streubombe drauf. Nachschubmodul Upgrade. Aber wenn der stehen bleibt, das könnte nice sein. Kampfmechaniker, raus! Ja. Kein Punkt, lokale Einheit. Der sich Schützen errichtet. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich komme jetzt von hinten. Nein! Der Zweier Kodiak. Oh, der Bunker hält gar nicht mal so viel aus. Wir haben ein Gebäude an den Feind verloren. Lokale Einheiten. Ich bin jetzt da. Jo. Der Strahl auch. Ich zieh das Teil aber magisch an, ne? Also ja, ich glaube, ich hab den bisher nur. Bisher noch keinmal abbekommen. Ja, aber du warst ja jetzt die ganze Zeit mit dem hier am Fighten, ne? Ja. Scheiße, ne? Ich zieh das Teil wirklich an. So, ich geh jetzt einfach D einholen. Ich sammle mich nochmal kurz bei C. Ach, mein Grizzly ist ja tot. Scheiße. So, ich grade jetzt nochmal die Geschütze ab. Hier habe ich nochmal eine Dings gebaut. Hier habe ich nochmal eine Waffe gebaut.
angegriffen, kommen! Lokale Einheiten. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Nachschubmodul errichtet. Verstanden. Lokale Einheiten. Verstanden. Okay, also Bunker, der war gerade nicht so geil. Ja, wenn wir den nochmal... Wenn du den nochmal upgradest, dann kriegt der einen Schildgenerator. Okay. Geschütz errichtet! Lokale Einheit. Okay, Geschütze sind jetzt ein bisschen stärker. Ich mache noch eine zweite Basisverstärkung. Ich habe hier eine Kaserne gemacht, um eventuell bei dir dann schnell nochmal Cyclops und so rauszuziehen, wenn da was richtig. So, ich gehe Richtung D. So, blaue Ressourcen sehen jetzt gut aus. Lokale Einheit. Da gönne ich mir auch gleich mal OAST zur Feier des Tages. Oh ja, der hat hier eine kleine Armee. Erledigt ihn! Wissen Sie, ich mag Aliens, die weniger nach Aliens aussehen. Ah, jetzt auf der Base. Ah, scheiße, da komme ich mal nicht durch mit meiner Armee. Das müssen wir nochmal zusammen machen. Geschütz errichtet. Ich ziehe mich nochmal kurz zurück zu C. Ach, ich habe die Nachtigall verloren. Befestigungslevel 2 erforscht. Okay, Fahrzeuge sind jetzt auf Stufe 3. Kaserne ist auch auf Stufe 3. Flugzeuge auch. Flugzeuge auch. Und Geschütze gleich auch. Geschütze gleich auch. Das heißt, die sind gleich alle super entwickelt. Oh Mann. Und der C wieder jetzt. Cyclops greifen das. Greifen das Banshee. Nein, meine scheiß Cyclops greifen Banshee nicht. Ich hab gehört, Bodeneinheiten sollen voll gut gegen Lufteinheiten sein. Ja, die gehen richtig ab. So, ich muss mir jetzt noch was Gutes gegen Jäger einfallen lassen, weil die Jäger haben mich da oben jetzt ein bisschen zerpflückt. Das sollte doch vielleicht aber Banshee, ey. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt überlebt hat. Oh, die pushen. Über C? Ja. Ja. Leute, wir sind in der Hölle ja keine Unbekannten. Sind echt so blöd, um diesen scheiß Banshee zu töten, ne? Keine Zeit vergeuden, Leute. Ah, das Problem ist ja, die Jäger zerpflücken lokale meine Cyclops. Einheit. Verstanden, lokale Einheiten. Okay, dann werden die werden wohl nochmal auf die Hauptbase kommen damit. Würde ich auch vermuten, ja. Würde ich auch vermuten, ja. Lufteinheiten müssen noch eigentlich gut gegen die sein, oder? Auch eigentlich gut gegen die sein, oder? Den Jäger, ja stimmt, Banshees, normale Banshees. Streudüsen erforscht! In unserem Fall, Hornets. In unserem Fall, Hornets. Ach ja. Befestigungslevel 3 erforscht! Der Feind greift mit Fahrzeugen an! Wobei der Chip, glaube ich, noch ein bisschen in der Mitte rum, dass ich deine Dings wieder Cyclops. Anführerpunkt erhalten. Ja, hab's gesehen. Ja, vielleicht auch im nächsten Konflikt einfach nochmal Hologramm machen. Ach, stimmt, ja, da hab ich gar nicht dran gedacht. Lasst meine Cyclops in Ruhe! Ihr Schweine! Nein! Wollen wir die mal forcen?
Ja. Lokale Einheiten. Die gehen dahin eher. Weiß ich. Jetzt habe ich natürlich meine 100 Kammer schon gelaufen. Wobei ein paar gehen auch auf die Haupt. Wobei das ist nicht mehr Zeit. Das ist eine erfüllte Arbeit. Rücke aus. Unsere Basis wird angegriffen. Ist auch gut, dass meine richtigen Truppen vorlaufen, die Hologramme nachziehen. Ja, das ist bei mir auch so. Feindlicher Flieger! Okay. Okay. Und jetzt direkt los, ne? Über C wieder zu dem Typen. Ja, C müssen wir dann kurz. Beim Einnehmen können wir auch nochmal heilen. Ja. Mach mal eine bessere Heilung, ja? Mach mal eine bessere Heilung. Ja. Geht das auch schneller? Immer besser mehr heilen. Immer besser mehr heilen. Gleich, wenn wir ein bisschen sparen, dann können wir gleich, wenn wir ein paar Einheiten verlieren, das Grizzly-Bataillon rufen. Jo. Da sind Feinde! Ja, der soll durchfahren können. Das ja, der soll durchfahren können. Ja, lokale Einheiten. Bodentruppen beschießen mich. Das letzte Mal hier schon mal. Kleine Heilung. Jawohl, deine Wolverine hab ich schon mit erwischt. So, das sieht doch eigentlich schon wieder ganz gut aus. Alle Einheiten. Der geilste Trupp hier links jetzt in den Turm einnimmt. Millimeter, da sieht man jetzt nicht, wie viel er mehr hat. Lokale Einheit. Auf jeden Fall noch ein Millimeter. Und push, ne? Ja. Jetzt kommt gleich jeder Strahl. Ah, ich kann wieder Hologramm machen. Lokale Einheit. Ich noch nicht. Okay, das war jetzt natürlich böse. Amüsier dich mal. Ich hab eine Bullshit, hast du mir eine Bullshit geschrieben? Ach, das ist ein Hologramm, okay. So, ich hab keine Einheit mehr. Ich bild nochmal neu aus. Menschen, wir werden. Hast du eine Heilung? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch. Ich weiß es nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wo, auf das Bataillon? Ja, hier unten. Ja, muss den einen ein bisschen reinfahren. Ach, fuck, ey. Scheiße. Ich hab's in Panik gelegt, tut mir leid. Fuck, der produziert zu schnell nach gerade. Ich ziehe hier oben gerade Cyclops, ich komm gleich nach. Ich werde von Feinden beschossen, kommen. Denk dran, dass du hier die Kaserne hast, ne? Ja. Ja. Jetzt haben wir hier schon wieder ein Rohstoffproblem, Rohstoffprobleme, Blauer. Cyclops ist bereit, ein paar Fahrzeuge zu schrotten. So, gleich rüber, ne? Hab hier drüben ein paar Drecksäcke. Das ist eine erfüllende Arbeit. Lokale Einheit. Cyclops in Bewegung. Lokale Einheit.
sieht gut aus, das sieht gut aus. Ah, der hält die Base wieder. Kriegen wir uns die. Ach. Lokale Einheit. Ja, ich nehm grad den Knoten ein. Ich will ja. Warten. Ja, dann wenn die anderen blöden Einheiten. Ja, die anderen blöden Einheiten könnten aber wenigstens mit dir kämpfen, aber die bleiben dann einfach chillen. Ja, wir müssen den Schildgenerator auf jeden Fall snacken. Ja, der müsste jetzt gleich mal down sein. Der müsste jetzt gleich mal down sein. Und Granatensalbe. Wir haben ein feindliches Gebäude jetzt haben wir ihn zerstört. Zeitkraft hier. Wo brauchen Sie mich? Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wächter! Machen Sie sich bereit! Okay, jetzt haben wir da Wolverines, um den kaputt zu schießen. Nein. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Oh, Strahl. Strahl, Achtung. Ja, der war nicht so gut gesetzt. Ja, der war doch gut gesetzt. Wir haben eines unserer Gebäude zerstört. Ich fand, der war super gesetzt. Lokale Einheit. So. Ja, ich hab nicht so viel kassiert. Vielleicht deshalb war der gut gesetzt für mich. Vielleicht deshalb war der gut gesetzt für mich. Ja, manche. Das fängt an zu nerven. Oh, wir der sind war super gesetzt, weil ich mal einmal nicht meine ganze... Wir haben ein feindliches Gebäude okay. Zerstört. Achso, ja, also so meinst du das überhaupt. Achso, ja, Lokale Einheit. Ja, der macht jetzt unsere Kaserne kaputt hier hinten. Ja, der macht jetzt unsere Kaserne kaputt hier hinten. Wer sie das fürchten? Lokale Einheit. Ja, dann schlauf da noch mal hoch. Ich hab jetzt zwei Wolverines, aber die werden wohl nicht so schnell da sein. Wir haben ein feindliches Gebäude. Wow. Oh, und der macht aber richtig viel Schaden. Wird gerade ziemlich gut damit. Ich bin angegriffen. Ich kümmere mich hier mal um das Wächterlein. Ach, wo bleiben denn die Wolverines, ne? Ach, kannst du verstehen. Lokale Einheit. Ach, stimmt ja, die Cyclops greifen das Teil gar nicht an. Das fängt an zu nerven! Lokale Einheit. Ach, schön, dass ihr auch von da seid. Wir haben eines unserer Gebäude zerstört. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Die Basis fertiggestellt. Unsere Basis wird angegriffen. Anführerpunkt erhalten. Oh, so eine geile Eisbombe wäre jetzt so nice, ne? Wie gesagt, wir verlieren hier gerade unsere Zweitbase. Ja, ich hab's gehört, aber ich bin hier noch am Wächter dran. Ich kann den auch ignorieren, mir ist egal, sag du mir. Ja, aber ich hab zwei Wolverines und drei OSTs. Also von daher. Ein OST und zwei Wolverines. Unsere Basis wird angegriffen. Sie werden aus der Luft beschossen. Wir haben ein Gebäude an der Zeit verloren. Wird aus der Luft! Lokale Einheit. Komm schon, holt ihn euch! Der ist jetzt verloren. Wird aus der Luft beschossen! Infanterie hat's erwischt, komm schon, der hat doch kein Leben mehr. Jawohl, ich hab ihn. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Ist die Base, okay. Ja, nochmal kurz. Ich hab hier nochmal die kleine Base gebaut. Mach nochmal Cyclops, dann hole ich dem seine Base da und dann holen wir uns unsere zweite Base. Die eine Base hier oben ist down. Ah, okay. Ich dachte, du hättest dich zurück zur zweiten Base gezogen. Okay, nee, sorry. Das waren eh nur Cyclops. Cyclops, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Lokale Einheit. Ja, wir haben jetzt aber wieder Ressourcenprobleme, ne? Lokale Einheiten. Dann bauen wir hier oben jetzt die neue Base.
Was geht bei B ab? Da unten deine Minibase wird da. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass der nicht die Hauptbase kaputt macht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Hauptbase verteidigen. Ja. Lass mich nur ganz kurz aufbauen. Wo ist denn der Baseballplatz hier? Ich belebe mal deinen Held wieder. Jo. Achtung, Feinde! Oh, die ziehen sich, glaube ich, zurück. Die laufen nach oben, die Gegner-Einheiten hier. Unsere Basis wird angegriffen. Wohin zu C meinst du? Die Armee? Ja, die gehen oder zu unserer neuen Zweitbase jetzt gehen die. Lokale Einheit. Okay. Ich hab die aber ein bisschen geschwächt auf jeden Fall. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oh, ja, die Jäger sind jetzt da uncool. Ja, wow. Eine Sekunde sind deine OST da, Ja, ich hab's gesehen gerade. Kommt, holt euch noch den Jäger, kommt. Lokale Einheit. Ah, der baut jetzt hier unten, hat hier unten eine neue Base, der baut jetzt hier unten. Ja, das war klar. Ah, jetzt fang doch nicht an zu nerven, ey. Lokale Einheiten. Cyclops in Bewegung. Cyclops ist unterwegs. Nachschubmodul errichtet. Fahrzeuge, um die ich mich kümmern soll? Lokale Einheit. Nachschubmodul errichtet. Tempo. Alle Einheiten. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Nachschubmodul errichtet. Feinde gesichtet, kommen. Minibasis fährt wieder was nach oben. Fährt wieder was nach oben. Boah, der hat so schnell eine Armee zusammengestellt, okay. Ne? Lokale Einheit. Lokale Einheit. Ist wieder eine. Okay. Ja, ich zieh mir normal. Von allen etwas. Ich zieh mir mal ein paar Marines und Cyclops hier oben aus der Mini. Und dann. Na, Flammenwerfer, die sind auch schnell produziert und sind auch gut gegen die Jäger. Lokale Einheiten. In Bewegung. Nachschubmodul errichtet. Lokale Einheiten. Jetzt bei C. Alter, den Flammen noch nicht schnell down. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Zeit für ein Häppchen. Lokale Einheit. Zeit für ein Tänzchen. Gute Arbeit. Wir tun die Penner fast frei. Ich hab die Base wieder von dem. Super. Ich hab unsere auch so gut wie verteidigt. Wir müssen hier noch einen Bodentrupp und einen so einen. Ja, nur noch den Bodentrupp und dann ein, zwei Jägertrupps noch hier und dann ist es auch gut. Nachschubmodul errichtet. Jo, ist wieder alles cool. Sollte ich einen Vorteil haben,
Aber mir sind noch ein paar Jäger. Wie wenn die geheilt werden. Weil die ziehen sich jetzt auf den Grund zurück. Kann das jetzt wieder nach oben kommen, die restlichen Einheiten, die noch hier waren? Jo, wir sind bereit. Lokale Einheiten. Kümmern wir uns darum, Marines! Stecken Treffer durch Fahrzeuge ein! Ich kann mir sogar vorstellen, dass er noch irgendwo was hat, weil Ghost habe ich bei mir nie gesehen, gerade. Pass auf, deine Heldeneinheit. Deine Heldeneinheit hier. Ich stell die mal kurz ein bisschen nach oben, damit sie sich einschalten. Ziel am Boden! Unsere Basis wird angegriffen. Geschütz errichtet! Hier sind Feinde! Lokale Einheiten. Feuerbasis errichtet. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Jo, sehr schön, der zieht sich nicht. Der zieht sich doch nicht zurück, sehr schön. Anführerpunkt erhalten. Okay, Nachschubmodul errichtet. Ich würde entweder Heilung sagen oder vielleicht sogar diese Fernsensoren, damit wir größeren Sichtbereich haben. Oh, so viel mit Tarnung, der ist doch zum Tarnung aufdecken, oder nicht? Weil so viel mit Tarnung kämpft. Erhöht den Sichtbereich für alle Gebäude, wenn wir sie haben. Achso, ja dann. Also mir ist egal, wir können auch Heilung pushen. Nachschubmodul errichtet. Nee, schon das okay. Gefechtsstations-Upgrade abgeschlossen. Lokale Einheit. Mach ruhig Heilung. Mach. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Dann snack ich mir gleich mal eine. Nachschubmodul errichtet. Nimm noch deine Heldeneinheit da rein. Wo die schon fast wieder kommt. Ja, die heilt sich, glaube ich, schon lange. Wieder frei. Lokale Einheit. Aber ich zieh die trotzdem noch runter. Feind neutralisiert! Okay. Geschütz errichtet! Geschütz errichtet! Garage errichtet! So, wollen wir dann. Jetzt mal gucken, dass wir endlich den letzten Scheiß Treupunkte einnehmen. Ich wäre bereit. Ja. Lokale Einheit. Okay. Ja. Kaserne errichtet! Wolverine hier, zeig mir meine Finger. Geschütz errichtet! Können wir uns ja hier beim Sternchen treffen. Geschütz errichtet! Ich würde von unten kommen. Greift ihr uns an, wenn wir da sind? Geschütz aufgerüstet. Also von der eigentlichen zweiten Base würde ich auskommen. Ja, dann sammle ich mich mal hier beim grünen Blitz. Jo. Gibt es Fahrzeuge, um die ich mich kümmern soll? Haben wir noch irgendwo ein Luftdepot an irgendeiner Base? Hab ich hier nicht mehr gebaut. Okay. Nachschubmodul errichtet. Geschütz errichtet. Lokale Einheit. So. Ich bin eigentlich bereit. Höllensprenger zu mir. Wobei ich jetzt eh gleich einen Strahl abkriege und direkt wieder neu aufbauen muss. Geschütz aufgerüstet. Nein, ich krieg den doch ab. Okay. Geschütz aufgerüstet. Okay. Ah, kommt wieder eine Einheit zur Base. Sie haben noch irgendwas. Ich wüsste aber nicht, wo, ehrlich gesagt. Ja, also ich. Vielleicht eine Minibase irgendwo hier oben. Ja, gut, das kann sein, ja. Hier irgendwo. Aber ich habe da ein Belagerungsgeschütz und drei normale Geschütze. Also die Base
müsste Kurt sich selbst verteidigen können. Lufteinheiten feuern auf mich! Und los! Oh, da sind aber ganz schön viele Wächtereinheiten. Ich hab nur zwei Wolverines mit mehr hier, ich bin jetzt mehr auf Cyclops gegangen. Ja, ich hab drei Wolverines. Ich hab ein paar gemacht. Ich wollte gerade sagen, denk an die Holos. Und die Hobos. Okay, das war's. Ah ne, da sind noch ein paar. Mache ich mal einfach provisorisch eine Heilung drauf. Wenn der Strahl jetzt gleich kommt. Ja, der überrascht mich, der enttäuscht mich auch ein bisschen, der Gegner. Ja, ich bewege meine Wolverines mal schon mal ein bisschen nach unten, weil der kommt ja von oben, der Stern. Dann umfahre ich den gleich schon mal direkt, sobald der losfliegt. Gute Idee. Der Rest kann den dann ablenken. Das sieht immer so geil aus durch die Hologramme. Boah, geil, ich hab 7 Wolverines und sind die Hologramme weg. Ach, scheiße, das sind ja nur 2. Brauch nie so lange das einzunehmen. Wie sieht's aus oben da? Ich hab einfach mal eine Streubombe drauf. Jetzt, wo die weiterentwickelt ist, da macht die sogar mal ein bisschen Schaden. Alle Türme gehören uns. Den gesammelten Informationen nach müssen wir nur noch auf ein Terminal zugreifen, um das Tarnfeld abzustellen. Ich habe den Terminal-Standort auf der Karte markiert. Auf geht's! Moment, Vaughn. Wir wissen ja, wie die Wächter auf die Ach, das sind nur normale Wächter. Was denken Sie, was das dürfte kein Problem für die Wolverines sein. Wir haben keine Wahl. Fahren wir auf die andere Seite. Ich geh mal gut. Wobei da dann Wolverine schießen auf die normalen Wächter. Ja, ich hab den noch weggesnackt. So. Egal, wo der sich jetzt hindreht, entweder deine oder meine machen. Easy Game. Genau. So. Ah, wir müssen so, was da oben jetzt machen? Irgendwas aktivieren. Wo? Ach, da. Alle Einheiten! Sehen, was wir dieses Mal haben. Drücke auf. Da kommen sie. Oh, das muss deaktiviert sein. Ja. Wetterwächter. Glauben Sie, die haben genug geschickt? Hängt euch rein. Oh, nicht so ein Teil. Lokale dann würde ich mal sagen, nicht zu sehr auf einem Haufen stehen, ne? Ja, gleich weg. Ich mache hier nochmal ein paar Holos. Lokale Einheit. Ich mach uns mal noch mal ein paar Wolverines. Jo. Da können wir momentan nur eins. Kann ich vom Retterwächter ein Hologramm? Deine eine. Deine Wolverine schießt nicht mehr vor. Ach, scheiß Wolverine. Mach jetzt den Fletcher. Irgendwelche Vorschläge? Super Fletcher. Ja, die war schwer. Jeder auf der Luft beschossen! Unsere Basis wird angegriffen! Das war's. Den Retterwächter. Ach, diese scheiß Mücken da, ne? Bam, Grizzly, fresse mal. Werde aus der Luft verschossen. Der wird gleich bestimmt noch was rufen. Na ja, was hier war? Boah, der Cyclop hat das aber gut weggesteckt, da diese super Attacke. Das ist auch ein Monster-Cyclop wahrscheinlich.
Mach, ich kann die Superfähigkeit der Grizzlies nicht auf den Wetterwächter machen? Nee. Das hab ich auch schon probiert, geht leider nicht. Macht der wieder was? Macht der wieder was? Ja. Lokale. Ah, Zecken. Mückenstiche. Achtung, Mückenstiche. Nein, Grizzly, nicht reinfahren. Nicht reinfahren. Leg deinen Zahn zu, Marines! Zeit, Helden zu spielen, Marines! Das Teil kommt näher, habe ich das Gefühl. Oh ja. Lokale Einheit. Oh ja. Wir haben ein Gebäude an den Feind verloren. Ich habe hier oben, da wo du eben die Kaserne gebaut hast, bei der Minibase eine Garage gebaut für Wolverine. Lokale Einheit. Ja. Wolverine meldet sich zum Dienst. Lokale Einheit. Werde aus der Luft getroffen. Sofort. Ja, lokale Einheit. Ich habe jetzt einen kleinen 5er Wolverine-Trupp, der müsste auch gleich ankommen. Lokale Einheit. Haben eines unserer Gebäude zerstört. Ja, da oben kommen sie. Lokale Einheit. Oh, ich komme jetzt auch mit 4 Stück, aber muss hier ein paar Wächter noch vorbei. Die muss ich vorhin noch wegsnicken. Alle Einheiten. Werde aus der Luft verkommen. Bringt die Streubombe was gegen Flugeinheiten? Wahrscheinlich nicht, oder? Nur noch ein kleines bisschen. Mückenstiche, Mückenstiche. Mückenstiche, ne? Vielleicht der Schmutz. Oh, ich muss jetzt hier auch zurückziehen. Nein! Lokale Einheit. Immer wenn ich hier so ein scheiß Geschütz bauen will, kommen da 1000 Wächter und machen das scheiß Geschütz wieder weg, ey. Schalte den Retterwächter aus. Geht mir doch nicht auf die Nerven. Lokale Einheit. So, jetzt belebe ich meinen Helden wieder und dann mache ich den. Schau mal, dann hau ich ihm nochmal den Geh vor die Füße. Ah, der hat wieder ein scheiß Lackenschild wieder, ne? Achso, dann kann ich auch nicht wieder. Jawohl, das Schild ist down. Lokale Einheit. Das Schild ist dodelig. Jo, der Typ ist auch dodelig. Jetzt setz. Moment, Fetcher, wirf noch eine EMP. Über ein Blutsväterschiff erlangt. Ah. Das klingt übel. Wenn sie es schaffen, das Ding von der Arche zu bringen, können sie genug Verstärkung anfordern, um uns unter ihren Brutes zu begraben. Die Vorstellung habe ich echt nicht gebraucht. Sorgen wir dafür, dass es dazu nicht kommt. Wir haben relativ lange gebraucht, aber war aber nicht schlecht. Stunde 13. Stunde 13. Oh, sind aber weit von Gold weg. Ja. Gut, Kampf vorbei. Ziehzeit 45 Minuten. Ziehzeit 45 Minuten. Fast doppelt so lange gebraucht. Also nicht fast. Also annähernd fast. So. Ja. Immerhin haben wir noch Bronze. Ja, Bonusziel haben wir eigentlich so ganz gut. Was ist jetzt gefehlt? Aber alle Kohlekollektoren der Verbanden aktivieren. Noch, ja. Locken Sie Wächter in die Nähe von Gebäuden der Verbanden, um diese zu zerstören. Das hat uns gefehlt. Ach so, ja. Ich denke, wobei wir haben auch viele Einheiten verloren. Ja, da glaube ich keinen guten Kampfbonus. Ja. Egal. Gut, dann. Egal. Ich hier mal kurz einen Quad.